bin.
Namen Gottes, des Vaters, der die Welt erschaffen hat, und des Sohnes, der uns seine Liebe gebracht hat, und des Heiligen Geistes, der uns alle miteinander verbindet. Amen. Guten Morgen. Na, wie geht's euch? Gut. Das macht doch alles. Warum bin ich heute hier? Klar, die haben mich gestern angerufen. Aber es ist nicht ganz selbsterklärend, dass ein katholischer Rallye-Lehrer aus Mainz den Sonntagsgottesdienst in der evangelischen Kirche im Untertaunus hält. Warum bin ich heute hier? Mein Katz. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich gefragt worden bin, ob ich das mache, und ich mache das wahnsinnig gern. Ich danke ganz herzlich Frau Pfarrerin Hamm, dass sie das ermöglicht hat. Sie lässt sich herzlich entschuldigen, sie ist erkrankt und lässt aber ihre liebsten Grüße ausrichten. Notieren wir zu spät. Kein Ton. Das ist nicht irgendein Gottesdienst. Heute ist Kirchweih. Das Fest der Weihe dieser Kirche. Und es ist doch vielleicht ein ganz schönes ökumenisches Zeichen, dass das heute ich mache, der ich nun katholisch bin und nicht evangelisch. Die Kirche war ja auch noch nicht immer evangelisch, in der wir uns heute befinden, denn als sie geweiht wurde, vor sehr, sehr langer Zeit, da gab es die Reformation noch gar nicht. Also 1280 habe ich mich gestern noch mal kundig gemacht, schätzungsweise, ganz genau kann man es nicht sagen. Also ich bin hier bei Kerbs. Warum seid ihr heute hier? Kerbs. Habe ich mir gedacht, das Aufstehen ist sicherlich dem einen oder anderen vielleicht gar nicht unbedingt leicht gefallen. Und deswegen, auch diejenigen, die jetzt vielleicht so spontan nicht geantwortet haben, lasst es nochmal kurz auf euch wirken. Warum sind Sie, seid ihr heute hier? Und jetzt lasst uns beten. Allmächtiger Gott, du hast gewollt, dass dein Volk Kirche heiße, denn wir sind das Haus, in dem deine Herrlichkeit wohnt. Mach deine Kirche wieder reich an Früchten des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe. Erneuere, Herr, ständig deinen Geist in uns, damit wir die Aufgabe, Kirche in der Welt von heute zu sein, wieder erfüllen. Du schenkst uns heute die Freude, das Fest der Kirchweihe zu feiern. Erfülle unsere Hoffnung und schenke uns dein Erbarmen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Wir wollen zusammen unseren Glauben bekennen und dazu sagen es vorweg, das Glaubensbekenntnis der katholischen und der evangelischen Kirche ist fast zu 100% identisch. Es unterscheidet sich nur an einem Wort. Es ist die christliche oder die katholische Kirche. Es darf also jeder seinen eigenen Glauben herzlich gern. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Wir singen zusammen das Lied Laudato Si, Gesang Nummer 515. Thank you.
Als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger und sprach: Für wen halten die Menschen den Menschensohn? Sie sagten: Die einen für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für Jeremia oder sonst einen Propheten. Da sagte er zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus antwortete und sagte zu ihm: Selig bist du, Simon Barjona, denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ich aber sage dir: Du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, und die Pforten der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben, was du auf Erden binden wirst. Das wird im Himmel gebunden sein, und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Dann befahl er den Jüngern, niemandem zu sagen, dass er der Christus sei. Darauf kommen wir gleich. Ich habe euch schon gefragt, warum ihr heute hier seid. Und relativ schnell haben die meisten direkt gesagt: Weil Kerbs. Okay, das gehört dazu. Morgens geht man in den Gottesdienst, wenn Kerbs. Danach ein kleines Konterbier in der Halle und dann auf zur Zugaufstellung. Der Satz, weil Kerbs, klingt jetzt erstmal bezogen auf den Gottesdienst vielleicht ein bisschen banal, irgendwie platt. Ist er gar nicht. Man geht an die Kirche, zumindest wenn man in der Kerbe-Gesellschaft ist, weil es eine Tradition ist. Okay,
eine Tradition. Traditionen gibt es an der Kerb eine ganze Menge. Baumholen, Kranzbinden, Bänderbinden, Rohrebau, Kerbetanzversteigerung, Baumstellen, Kerbspruch und eben auch der Gottesdienst. Den Satz kennen viele im Raum. Damals, als ich noch im Komitee war. Damals, als ich noch im Komitee war, da gab es an der Kerb eine Begründung für alles. Und die lautet, das war schon immer so. Und die gibt es auch heute noch, höre ich da mal so raus. Schon immer? Wirklich immer? Nein. Traditionen müssen irgendwo ihren Ursprung haben. Traditionen müssen irgendwo herkommen. Alle Traditionen haben irgendwann einmal angefangen. Sie haben, und so könnte man das sagen, ein Fundament. Das Fundament der Kerb ist diese Kirche. Kerb, das ist Kirchweihe, die Feier der Weihe, der Einweihung einer Kirche. Vielleicht ist es für uns heute im 21. Jahrhundert ein bisschen weit weg, aber es gab doch tatsächlich Zeiten, da waren Menschen derartig stolz darauf, dass sie eine Kirche im Ort hatten, dass man ihre Weihe jährlich riesig gefeiert hat. Und daher kommt Kerb. Das ist der Ursprung. Eine Kirche, so alt und so schön wie sie ist, ist allerdings nichts weiter als ein Haufen Steine mit einer Bibel im Dach. Wenn es keine Menschen mehr gibt, die diese Kirche auch mit Leben erfüllen. Kirche, das ist kein Gebäude. Was ist es denn da? Der heutige Predigttext, und deswegen habe ich ihn auch ausgesucht, gibt uns ein Stück weit Aufschluss darüber, was es dann ist. Jesus fragt ja erstmal seine Jünger, für wen sie ihn halten. Da sagen sie, ja, wir haben gehört, du bist der Prophet, du bist irgendwie Johannes der Täufer, du bist Elia und so weiter und so fort. Wir haben gehört das. Und einzig Petrus ist es, der sagt, du bist Christus, du bist der Sohn Gottes, du bist das, was uns verheißen wurde, du bist Gott. Und daraufhin sagt Jesus dann zu ihm, du bist der Fels. Auf dich will ich meine Kirche bauen. Warum? Weil Petrus ergriffen ist, weil er überzeugt ist, dass Jesus dieser verheißene Messias, dieser Sohn Gottes ist. Und dieser feste Glauben daran, dass Christus Gott ist, dass er offenbar geworden ist, ist das Fundament dieser Kirche. Jeder Kirche, der katholischen, der evangelischen, ganz egal. Gerade diese Bibelstelle, die wird oft auch genommen, um den Unterschied zwischen katholisch und evangelisch klar zu machen, aber das ist genau das, was das Verbindende ist. Nämlich dieses Fundament, der Glauben daran, dass Christus Gott ist. Okay. Und wenn es niemanden mehr gibt, der von dieser Wahrheit überzeugt und ergriffen ist, dann gibt es auch irgendwann keine Kirche mehr. Dann werden die Gebäude, die Steine mit der Bibel im Dach, auf kurz oder lang zu Eventrestaurants, zu Erlebnishotels und so weiter. Kirche ist nicht das Gebäude, Kirche, das sind die Menschen, die vom Glauben begeistert sind. Das ist das Fundament. Genau diese Begeisterung hat dazu geführt, dass die Weihe einer Kirche überhaupt jedes Jahr gefeiert wurde. Dieser Glaube, der das Fundament der Kirche ist, ist auch das Fundament der Kerb. Der gleiche Grund. Und weder die Kirche noch die Kerb leben von Traditionen alleine. Eine Kerb ist nämlich auch nicht nur ein Datum. Eine Kerb, das sind auch die Menschen. Sie leben von diesen Menschen, denen diese Tradition ein Fundament in ihrem Leben ist. Von Menschen, die begeistert sind, von Menschen, die Traditionen lebendig halten. Und zum Lebendighalten gehört manchmal auch das Weiterentwickeln. Gut, der Baum wird auch nicht mehr mit dem Traktor aus dem Wald geholt, ne? Auch nicht mehr.
per Hand daraus getragen. Das ist eine kleine Weiterentwicklung. Nein, Tradition wird da zum Fundament, wo sie begeistert verstanden und mit Leben gefüllt wird. Das ist der Sinn der Kerb, wie ich ihn immer begriffen habe und wie ich ihn, um ehrlich zu sein, auch bis heute immer noch begreife. Die Kerb ist für das Miteinander hier in Breidach ein Fundament. Und das ist sie, weil die Tradition von Generation zu Generation, ja, wir müssen hier nur von vorne nach hinten gehen, immer wieder neu mit Leben gefüllt worden ist. Ja, wir haben doch genauso verkatert hier gewesen, als ich noch im Komitee war. Manche tun es da hinten doch bestimmt gerade auch noch. Es gibt Traditionen, die werden aber wieder mit Leben erfüllt. Und um das zu sehen, ja, kurz zusammengefasst. Das Fundament der Kirche ist der Fels. Also der Fels, auf den sie errichtet ist, ist der Glaube an Christus. Das Fundament der Kerb ist die Kirche. Die Kerb ist ein wesentlicher Beitrag zur Gemeinschaft hier in Breitach und überhaupt. Und damit Gemeinschaft gelingt, braucht es Menschen, die sich begeistern lassen, die bereit sind anzupacken, die bereit sind, Traditionen lebendig zu erhalten und immer wieder neu mit Leben zu füllen. Ob in der Kerb oder in der Kirche. Und aus diesem Grund ist es überhaupt nicht banal, wenn wir heute Morgen sagen, ich bin heute hier, weil Kerb ist. So, und nach dem Gottesdienst gehen wir da raus und erfüllen die Tradition mit Leben, denn so stärken wir das Fundament. Amen. Singen wir zusammen das Lied Aufstehen, aufeinander zugehen.
Fürbitte halten und dafür wollen wir aufstehen. Herr, du bist der Grund und das Fundament unserer Feier. Darum bitten wir dich. Wir bitten dich für unsere Gemeinschaften. Sei es für die Dorfgemeinschaft, sei es die Familie, sei es die Gemeinschaft der Freunde. Schenke uns die Fähigkeit zu erkennen, wie wir innerhalb dieser Gemeinschaften ein Fundament für andere sein können. Wir bitten dich für die Kirche. Lass sie ihr wirkliches Fundament erkennen und schenke ihnen die Kraft, sich immer wieder an deinem Wort auszurichten und es glaubhaft in der Zeit zu verkünden, damit sie auch in Zukunft für andere zum Fundament werden können. Wir bitten dich für die Feier unserer Kerb, die ihren Ursprung in dieser Kirche hat. Lass sie zu einem Fest der Begegnung, des Wiedersehens und der Freude werden. Wir bitten dich für alle, die Verantwortung tragen in Politik, Kirche und Gesellschaft. Sei ihnen ein Fundament, damit sie ihre Verantwortung erkennen und danach handeln. Wir können heute hier ausgelassen feiern. Andere können das nicht. Krankheit, Kriege, Krisen und Katastrophen sind allgegenwärtig. Sei all denen ein Fundament, denen alle anderen Grundmauern genommen wurden. Und lass uns ihre Schicksale bei aller Freude nicht übersehen. Wir bitten dich auch für alle, die dieses Fest heute nicht mehr mit uns feiern können, weil sie aus dieser Welt gegangen sind. Nimm sie in dein Reich auf und schenke ihnen das ewige Leben in Fülle. Herr, darum bitten wir dich im tiefen Vertrauen, dass du der feste Grund bist, auf den wir alle Zeit bauen dürfen, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir wollen zusammen beten, wie der Herr selbst uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft, die Herrlichkeit, die Ewigkeit. Amen. Jetzt können wir euch wieder setzen. Das war die schwierigste Kirche, die wir hatten. Wir singen jetzt Kerbosch. Yeah.
Schluss so, da singt ihr Allah. Das ist ja fertig schon. Ich habe noch ein paar Ankündigungen und Segen in Mann. Ich möchte mich bedanken für die Kollekte des letzten Gottesdienstes. Es waren 25 Euro für die eigene Gemeinde Kinder- und Jugendarbeit. Vielen Dank dafür. Die heutige Kollekte ist für die Stiftung in der Ramstädter Diakonie. Sie sorgt dafür, dass Menschen mit Beeinträchtigungen ein selbstbestimmtes Leben führen können. Einladen möchte ich euch zu den nächsten Gottesdiensten. Das ist am 30. Oktober um 10 Uhr in Burghuhnstein mit Abendmahl. Am 31.10. am Reformationstag haben wir hier die Kirche, eine offene Kirche von 15 bis 20 Uhr. Und am 6. November ist um 17.30 Uhr in Steckenrothkirche und um 19 Uhr hier bei uns in Breitert. Nicht vergessen, die muss mit Leben gefüllt werden. Jetzt versuche ich das hier mal hinzulegen, ohne dass es runterfällt. Das geht leider nicht. Kann ich das aufs Taufbecken legen für den Segen? Wir wollen nun um den Segen Gottes bitten. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Der Herr wende uns sein Angesicht zu und schenke uns seinen Frieden. Es komme auf uns herab der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Geht hin in Frieden. Euer Freikampfer. Kerngesellschaft, alle geben Sie her. Ich habe
Warum soll ich jetzt schreien? Ich glaube, es wäre das erste Mal, dass einer im Gewand schreit. Nein. Das machen wir später. Sehr gut. Hi, gute Marge. Na? Servus, Jan. Moin, moin. Hey, alles gut. Mann, hast du richtig schön. Kannst du hier anfangen? Hier? Ja. Aber ja? Wie lange? Ich bin fertig. Ich bin Lehrer. Ich bin ganz weit in Frankfurt. Ach, wenn es so aussieht.
Ja, 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 ja. Wenn es losgeht, sind wir da. Oh, der Mutter vermittelt, guck. Ja, ja, und ist die Sauberei dann aus, dann schickt uns der Kerl von dem wieder und unser Jäger. Dann schickt uns der Kerl von dem wieder und unser Jäger. Ja, 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 ja. Wenn es uns geht, sind wir da. Ja. Das ist your job. Ja. Ja. Ja, ja, Kanzler. Komm. Du hattest noch ganz so hingestanden, wo du den nach vorne gestellt hast. Guck mal, die Kuh, Hose. Oh, die Hose ausgezogen. Jetzt ist er in die Idee. Ja, komm, steig seinen guten Stein nach oben. Wann warst du im Komitee? 1800 Neuhafen ist im Sonnen. Thank you.
Letztes Jahr betraf das Thema die Maskenpflicht. Diesmal betrifft es das Thema, wenn hier Autofahrer sind, die durchkommen müssen oder wollen, müssen wir kurz den Kerbespruch unterbrechen, da es im Vorhinein Beschwerden gab über die Straßensperrung. Des Weiteren, gibt es eine weitere Ankündigung zu machen. Es wird dieses Jahr der letzte Kerbespruch an Heggings Eck sein. Hintergrund ist hierzu, es gab Beschwerden, dass es sich um eine Kreisstraße handelt und das nicht mehr genehmigungsfähig ist. Es wurde dieses Jahr noch einmalig geduldet, sodass der Max der letzte Adjutant an Heggings Eck ist, der den Kerbespruch verlesen wird und ich der letzte Kerbefahrer sein werde, der hier den Vorspruch heute lesen wird. Jubiläumskerbespruch 2022. Wenn noch ein trister Wind der Normalität inkehrt und die Corona-Pandemie den Alltag kaum noch stört, wenn man wieder Reiseziele in alle Herrgottsländer finde und Veranstaltungen die Menschen wieder zusammenbringe, wenn unser Wohlstand ist, fast immer gut umzingelt und nicht nur bei unserer kecke Winzerin die Kasse klingelt, wenn unser Herbstfest zum 50. Gemahl wird gut urgenommen und trotz schlechtem Wetter tut ein prima Stimmung aufkommen, wenn die Hitze und Trockenheit neue Rekorde aufstellt und trotz Wassermangel jede Menge Obst von den Beinen fällt, wenn der Dunschei hat die Eule immer noch nicht aufgemacht und bei jeder Urkündigung zwinkern schelmisch lacht, wenn unser Scholles hat Bratwurst heimlich verlosse und zukünftig schreibt er doch nicht als Landrat sei Bosse, wenn in Berlin die Ampel ist mit vielen Versprechungen gestattet und man mittlerweile nichts anderes denn mehr als Reiberei erwartet, wenn Putin ganz grubelos in die Ukraine entfällt und sich unser neuer Kanzler vornehm zurückhält, wenn es viele Flüchtlinge Aachen unser Schäbrat erzieht und nicht nur der Gas- und Strompreis gewaltig nach oben geht, wenn Schalke und Werder haben den Weg zurück in Liga 1 genommen und die Bayern haben mit Freiburg und Berlin neue Gegner bekommen, wenn sich unser Jugendfeuerwehr für den Landesentscheid qualifiziert, und beim Marathon vom TuS wird so manches Bierchen probiert, wenn die Kerbegesellschaft beim Essen in Harburg zu laut singt und ganz nebenbei auch noch die halbe Brauerei leer trinkt, wenn wir 75 Jahre gerade der Kerb ohne Unterbrechung begehen und die ehemalige auch mal wieder auf Motivwoche stehen, dann ihr Leute, dann ist es wäre soweit, dann ist Bratet Kerbenzeit. Und weil das so ist, wie alle hier, dreht euch jetzt mal ein kleiner Adio, ein paar Sprüche, Jeff, vor. Gemacht.
Rückgänge.